Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Last Epoch, dem Multiplayer Update. Wie ihr seht, es hat sich viel verändert. Das Gras ist viel grüner geworden, Blumen sprießen und sieht allgemein mehr von Menschen gemacht aus. Und ich habe vorher schon einen Livestream davon gemacht und ich finde die ersten zwei Akte, die ich jetzt mal gemacht habe, im Livestream mit dem Eigolem. Okay. Necromancer. Ja, eigentlich ziemlich cool. Der Bild ist auch ziemlich cool später. Die Skelettenmagier, die machen Sacrifice auf die Skeletten Warriors. Also Krieger. Und ich beschwöre dann automatisch wieder Skelettenkrieger. Also Skelettkrieger. Und ziemlich cool. Aber dieses Mal möchte ich einen Paladin machen, der auf Multistrike geht und damit auch Bluten macht, weil Multistrike hat auch gute Bluten-Mods. Jo. Was ein. Oh, das ist ein geiles Zeichen. Cool. Multistrike wurde nicht verbessert oder verschlechtert. Es wurde, glaube ich, ein Not irgendwie gemacht. Aber das weiß ich nicht, welche Note das ist. Hat einfach einen Namen und ja, muss ich dann nachschauen. Bane Gains wurde, glaube ich, ein bisschen gemoddet. Könnte ich nebenbei auch noch manchmal verwenden. Jo. Aber ich möchte vor allem einfach auch ein Bild haben, der ein bisschen tankier ist, der ein bisschen mehr auf Nahkämpfe geht. Und Multistrike ist halt so optimal, wenn man so eine Art Schwertgeist dann hinterher zieht. Und da ist sicher etwas möglich. Jo, ich habe zwar noch nicht die Axt gefunden, aber ich habe ein paar Items gefunden in dem Necromancer, die ich natürlich gerne trage. Okay, das setze ich dann später in das Schild. Ich nehme es mal mit. So, ja, auch noch. Die eine gute Rüstung. Die anderen Sachen kann ich noch nicht verwenden und ist dafür Akolyten. Genau. Okay. Sieht aber cool aus, das Schwert. Das war richtig lange. Okay, das ist irgendwie wieder an. Möchte ich jetzt nicht unbedingt zeigen müssen, die ganze Zeit. Aber gut, haben sie das gefixt, dass es nicht immer wieder auftaucht. Wahrscheinlich nur in den Städten, habe ich so das Gefühl, und das nur einmal. So. Jo, wer weiß, wie man da so manchmal die Bildwackler ausstellt, der darf das gerne mal kurz in die Kommentare schreiben. So länger, für immer. Aber für euch kurz. Ist nicht viel schreiben, ist nur die Taste schreiben oder so. Weil ich habe es jetzt noch nicht hingekriegt. Das habe ich natürlich im alten Patch gelöst und im neuen Patch geht es irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. So, ich möchte gerne Bane Gains. Sieht nämlich auch sehr cool aus. Bis Multistrike da ist. Und dann vielleicht doch auch noch eine Bane Gains benutzen. Je nachdem. Ich glaube, wir sind schon zäh genug. So, das heißt, ich mache einen Punkt Strange schon mal und dann einen Punkt Utility. Muss gucken, also. Es ist schon sehr gut. Ja, dann mache ich auch mal für eine Gans. Dass ich ein bisschen weniger W-Taste drücken muss von einem Kultas. Genau. Jetzt schauen wir nach den Warpuff an. Hat sich einfach auch ein bisschen gefärbt. Ich denke, damit es besser für die Augen ist auch. Er war so hell orange, so fast grau. Aber eher orange als grau natürlich noch. Gut. Den Teleportskill haben wir noch nicht. Lunch. Ich
schön, wie sich auch die Flammen so ein bisschen abzeichnen beim Gegner. Was das für ein Symbol war, weiß ich jetzt nicht. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Vielleicht hat es jedes Mal eine andere Farbe, das wäre cool. Na? Krieg ich den Match hin? Ja, die waren recht zäh mit dem Necromancer. Gut. Also ich muss überlegen. Ja, es ist eigentlich nur wenigstens übrig. Da gehe ich natürlich. Dahin eigentlich. Hat sich da irgendwas noch getan? Scheint nicht. Genau. Mehr Schaden schon mal machen. Und ich weiß nicht, ob ich mehr Vitalität nehmen soll. Ja, die Note ist natürlich besser für den Anfang nach. Wir werden auf jeden Fall auch nochmals ein Sentinel. Das geht hier dann her. Stecken. So. Jo. Ist cool mit Multiplayer-Update, aber es tun wahrscheinlich noch nicht viele zusammenspielen. Und wenn, ja, natürlich schon mit sehr in einer Community, die sie natürlich gut kennen. Ich habe jetzt halt noch nicht so viele ja, Spieler, aber es werden sicher auch kommen. Und ich bin eher so ein bisschen der Singleplayer-Spieler. Also wenn jemand mitmachen will, der darf mitmachen, kein Problem. Muss nicht, aber darf gerne. Und ja, nebenbei muss ich halt einfach weitermachen, oder? Und den einen Bild nehmen, der halt gerade jo, möglich ist. Also wenn ich nicht livestreamen kann, dann muss ich halt Let's Playen. Muss ich diesen Bild spielen. Ich habe halt auch nicht immer jedes Mal sehr viel Zeit. Ich habe schon genug Zeit, aber. Das hat viel Hochladen und viel Sport machen. So, einen guten Schild, nochmals ein Schild. Blockchance und Blockeffektivität, das kam doch nie gleichzeitig vor. Also vielleicht auf Unix oder so, das ist nicht genau. So, okay. Schauen wir mal. Armor ist halt auch. Gut. Ja, ist besser. Und das Lab, ja, das ist irgendwie so schlecht, dass ich es eigentlich nicht verwende. Bei 55% reduced Lock Chance ist eigentlich irgendwie völlig irrsinnig. Es wurde einfach schwächer gemacht, als es eigentlich braucht. Das Health ist vielleicht noch wichtig, ja. Aber die meisten Spieler brauchen auch nicht viel mehr Health, oder? Und halt meistens die Speedrunner oder die Profis da viel gerne Health nehmen, aber das macht dann manchmal schon den Charakter allgemein ein bisschen schwächer. Oder überall Health drauf sein muss. Also Rife würde ich nehmen. Arrive. Ist halt schon cool, sehr defensiv zu sein, aber ich nehme Arrive. Da muss ich aber schauen.
Attack Speed ist ja cool. Hier. Todes Enemies aber Mana Cost. Hat 0 Mana Cost. Fortschritt Weapon. Das ist auch so cool. Ignite Chance, Penetration, Acquire Third Strike, Half-Leech, Detonate and Kill, das ist auch alt. Mana Gain und Damage. 1, 2, 1, 2, 3. Ja, es tut ein bisschen widerspenden. Ja. Das Problem ist einfach, dass man dann sehr wenig den Third Strike einsetzt. Das wirklich nicht lohnt. Das ist aber schon schnell. Also, wird sich vielleicht lohnen. Ich gehe mal dort, da kann ich natürlich nicht helfen. Ich muss ja nur ein bisschen, bis Multistrike verfügbar ist, gleich nehmen. Deshalb gehe ich lieber auf also Attack Speed natürlich noch und hat Damage. Also jetzt genau dorthin zu wollen, das ist einfach nicht lohnenswert genug. Jo, wenn ihr neu im Spiel seid, es gibt eben im Global Chat sehr viele hilfreiche Menschen. Und ja, ich habe auch schon Fragen beantwortet. Ich kann natürlich gerne mehr erklären. Also es gibt halt so Zeitzonen. Und in der Kampagne geht ihr durch alle Zeitzonen. Um dann am Schluss ganz in der späten Zeitzone dann Monolithen zu machen. Und dort kämpft ihr meistens gegen Bosse auch und jo. Habt einfach diese Maps, die während der Kampagne auch auftauchen und ein paar neue. So ein bisschen vor euch. Dann gibt es 4 Dungeons. Die sind sehr, sehr abwechslungsreich und sehr, sehr interessant. Haben verschiedene Schwierigkeitsgradstufen. Ich glaube 4 sind es von den T-Levels. Ja, hier einfach. Genau. Also ich finde, der Sentinel ist sehr smooth. Kann eine gute Anfängerklasse auch sein. Genau. Jetzt kommt die Krankenhammerwagen wieder. Keine Ahnung, schätze gehen. Ja, ist gut, nicht so laut. Multistrike ist aber Level 15, okay. Das haben wir eigentlich mit dem Necromancer schon erreicht, ja. Dann müssen wir einfach die ersten 2 Akte durchmachen. Dann sehen wir ungefähr genau dieses Level. So, dann müssen wir hier durch. Also in den Liefer suchen, der ist immer so mega dunkel. Ja, ja. Ich will immer neben der Brücke klicken. Weiß es nicht wieso. Weil ich einfach gewöhnt bin aus anderen Spielen. Der Angriff, der sich spaltet, der macht schon nicht auch Damage. Aber den kann man nicht so gut aushalten. So, jetzt haben wir da mal eine Waffe mit blanken Schaden. Das erhöht unseren Schaden immens.
Also vor allem am Anfang ist so blanker Schaden natürlich am stärksten. Weil man wohl zu eventuell noch nicht so zulegen kann. Deshalb unbedingt so Waffen am Anfang tragen. Bei Attack Speed, ja, das ist nicht so schlimm. Wenn man zum Beispiel einen Schlag weniger braucht, ist das natürlich effektiver. Und irgendwie die Reichweite ist auch wieder geworden, oder? Ein bisschen. Das ist auch gut, dass das Spiel Reichweite hat, aber es wird nicht angezeigt. Und sonst, wenn es nicht so ist, ja, ist nicht so schlimm. Die Entwickler sind noch am Anfang. Ja, sie haben jetzt zuerst einmal den großen Schritt auch gemacht. Deshalb kam auch seit August kein Update mehr. Das hat so viel Zeit verschlungen. Ich hoffe, es wird gut genutzt. Eben jetzt momentan muss man wahrscheinlich im Chat danach gehen. Oder einfach von Steam ein paar Kollegen mitspielen lassen. Kann ja mal kurz schauen. Da nicht mehr geschrieben. Ne? Okay. Schade. Sonst hätte ich vielleicht bald einen Mitspieler, aber der ist wahrscheinlich zu hoch für mich. Ja, viele Spieler sind so extremst aktiv und mega schnell am Hochleveln. Da bin ich jetzt nicht unbedingt so der Mega-Fan. Ich bin natürlich auch gerne schnell. Oh, gut. Den brauche ich für den anderen Weg. Ja, okay, nicht so unbedingt so fest, aber geil. Das ist einer der wichtigsten Starter-Items. Das droppt mir einfach schon sehr früh mit einer anderen Klasse. Ja, ziemlich interessant. So, hier unbedingt Damage taken und Blockchance nehmen. Ich denke am Anfang schon mit Damage taken reduzieren. Ich finde Reef gar nicht mal so spannend, das sieht gut aus, das ist ein bisschen langweilig. Ich hätte einen guten Reef-Build, der aber nicht geupdatet. Okay, ich habe einen Crash oder so. Ein Freeze. Ne, jetzt geht's wieder. Okay, also ein Freeze nicht, aber einfach ein Bug. Also vieles wurde wahrscheinlich noch nicht geplaytestet. Wir müssen das unbedingt playtesten und Hotfixen aushauen. In der ganzen Beta war zum Beispiel waren Movements Kills irgendwie ein bisschen buggy und man freest in der Gegend herum. Das war wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ein Teil des Freezes. Bugs. Ja. Da müssen wir Entwickler mehr machen. Die müssen unbedingt vermeiden, dass sie Bugs einbauen. Würden sowas von, ja, viel mehr glückliche Spiele haben. So Bugs dürfen sie einfach nicht einbauen. Also zuerst playtesten und danach das Spiel oder die Beta veröffentlichen. Aber ich weiß ja nicht, wie die Entwickler solche Sachen finden auch. Also wir müssen halt wirklich alles austesten. Und das kann man halt mit Cheats und so viel besser. Ja, ja, also Entwickler setzen sehr viele Cheats ein zum Playtesten natürlich. Auch verschiedene Maps, wo sie verschiedene Gegner haben. Und die verschiedenen angreifen. Und sie immer gut eigentlich sehen, ja, das brauchen sie, das muss noch gefixt werden und so. Das sind einfach die Beta-Tests sozusagen, die vom Entwickler sind. Oder Alpha-Tester, also irgendwie sehr unbedingt heißen. So, als zweites möchte ich eigentlich Launch. Ja, noch ein bisschen. Müde. Also müsst ihr angreifen, wenn ich doch schon ein bisschen gestanden bin.
Das Dungeon könnte besser sein. Aber es ist weniger Boni drauf. Ist nicht gut. Ja, die Sonne macht mich wieder müde. Danke. Blöde Reichweite. Ja, ist schon cool. Gestern ist ja auch Transport für 2. Links habt ihr 2023 rausgekommen. Muss ich auch noch schauen, ob ich Zeit habe. Na, was machst du hier? Der hat nämlich keinen Ding, Bossbar. Frage ich ihn, ja, was machst du denn? Wie viel Leben hast du denn überhaupt? Jetzt ist er top. Okay. Bleed on Hit. Glaube ich noch nicht. Also ich werde am Anfang nicht auf Bleed gehen, bevor ich nicht die Axt habe oder so. Aber die Passiven vielleicht schon auf Bleeding machen. Aber Bleeding ist am Anfang noch nicht so stark. Und ist irgendwie das am schwächsten. So, mit ihm mache ich diesen hier. Ich muss mich dran erinnern. Ich habe noch einige Zeit. So. Gut, genau. Oh. Moonwalk. Ja, das ist nicht der richtige Moonwalk, aber es ist ohne Animation. Ich will ein bisschen Loot noch haben. Wegen der Sonne sehe ich fast nichts mehr. Ist so grell. Jetzt muss ich kurz die Storen unterstellen. Ich mach das nach dem Level hier. Aber wieso kommt jetzt die Sonne? Das ist doch so wüst gewesen. Heute Morgen. Also so gestürmt. Ja, jetzt ist 11.22 Uhr und die Sonne kommt mega raus. Cool. Dankeschön, liebes Wetter. Ja, es lohnt sich trotzdem nicht so. Frati ist einfach, dass die Gegner weniger Schaden machen. Aber physisch nur, aber nicht ihren. Ist, glaube ich, einfach Nahkampfschaden. Der weniger ist. Sehr gut. Cooldown, ja. Ist vielleicht für andere Baits besser. Aber ich setze ja kaum Cooldown ein. Außer Sigil of Hope. Ja, Sigil of Hope. Genau. So, ja. Ich will einfach noch kurz ein bisschen hier hin. Und dann vielleicht auch Respecten später. Aber Schild ist jetzt noch nicht so wichtig. Ich habe noch kein Schild. Aha. Okay. So, ich denke, es geht noch ohne die, ja, Girlanden-Ding da. Storn halt in der Schweiz. Jo, und weiterhin? Moonwalk.
finde ich ja toll. Ich finde es toll, wie sie Bug fixen. Ja, aber da merkt man, ja, der Entwickler ist noch ein bisschen zu klein für das, was sie machen. Sie tun gerne Bugs anbauen. Coole neue Gegner. Ja, ich habe gar noch nicht so viel geredet über die neuen Sachen. Also es gibt viele neue Gegner. Alte Gegner haben viel mehr Leben und Angriffsgeschwindigkeit. Es wurde einfach gemeckert, die Kampagne sei zu leicht und so. Kann ich verstehen, die Neulinge machen natürlich auch die OP-sten Bild. Ich finde es aber so viel geiler zum Einsteigen und so. Ich will es ja auch spannend haben. Ich will es ja ein bisschen Ding. Aber ich mache halt einfach auch meistens gute Builds, dass ich auch dann noch keine Probleme habe. Wenn die Gegner halt viel mehr Leben haben. Ja. Ich bin halt auch so eher der Glass Cannon-Typ. Also Off-Tank ist mir ein bisschen lieber, aber manchmal sind die Builds dann eher nicht so gut spielbar. Weil man einfach auch zu lange braucht für Gegner. Ja, das ist ein bisschen doof. Auch Treppen und auch Brücken kann man irgendwie nicht einsetzen. Das ist eine neue Seite. Okay. Speeding Flames on Hit. Hä, das ist die gleiche Zweihandkeule, die es schon gab? Aber für Mark ja irgendwie ein bisschen mehr. Ne, es ist nicht für Magie, aber es ist einfach Fire Spell Mana Cost. Ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Kann ich nicht so viel sagen. Wir probieren es einfach mal ein bisschen aus. Ist er überhaupt gut blockt? Ja, klar. Okay, es ist nicht so Bodeneffekt, es ist Spreading Flames von Feuerball. Ich glaube, ich habe den Schrein gar nicht mitgenommen. Da? Nee. Weil ein bisschen Crit ist auch cool. Für den Boss, aber der dauert ein bisschen zu lange. So. Über die drei Bosse. Ja, Spreading Flames zerstört wahrscheinlich auch diese kleinen Kisten. Ja, es geht. Ich will nur kurz schnell hinkommen irgendwie. Sehr gut. Okay. Schaden ist aber nicht tot. Wieso haben Nahkämpfer immer Nachteile? Hm? Wieso müssen Nahkämpfer immer die ganze Zeit kursieren? Kurz schauen, welchen Gegner nervigsten ist. Die wurden stark verstärkt, aber eben zu Ungunsten von Nahkämpfern. Ja, ich mache wahrscheinlich zu wenig Schaden. Weil ich einfach auch nicht auf den gehe. Das Beste. Ja, auf jeden Fall. Viel besser. Der nervt. Den müssen wir besiegen.
So, aber sehr spannend, also ja. Das ist interessant, nur das müssen sie wohl sehen. Das ist eine Katastrophe. Ja, liebe Entwickler, was macht ihr denn? Ihr müsst doch diese Sachen playtesten. Sie wurden wieder viel zu spät fertig. Weil gestern ist auch die ganze Zeit Multiplayer nicht gegangen. Die Warteschlange ist nicht gelaufen. Und so. Ja. So. Jo. Nehmen wir natürlich. Sehr gut. Also, 30 Minuten sind vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und der zweite Part kommt so bald wie möglich. Tschüss!